Architekturfotografie. Wir sind nun am Ausflugsort angekommen. Ein Wiener Unternehmer stellt für das beste Foto ein Tablet zur Verfügung. Das heißt, ich darf euch alle bitten, Fotos zu machen und diese dann auf Facebook zu veröffentlichen mit dem Hashtag NSA-Villa, weil es in der Vergangenheit ja Probleme gab, wenn man dieses Objekt fotografieren wollte, wollen wir jetzt dafür sorgen, dass auf ewig gespeichert in den Untiefen des Internets die besten Fotos für immer auffindbar sein sollten. Ich bedanke mich, dass wir hier heute unter keinem geringeren Schutz stehen, als unter dem Schutz seiner königlichen Hoheit, wäre übertrieben, aber zumindest des Nationalen Sicherheitsrates in Form von Peter Pilz, was jetzt kein Witz sein soll. Und der Peter wird jetzt uns architektonische Fakten zu diesem Objekt liefern, die ich bitte feinsäuberlich zur Weitergabe an Enkel, Urenkel zu notieren. Ja, danke. Also, dieses Grundstück hat laut Grundbuch 4782 Quadratmeter Grundfläche, wurde am 24. Juni 1971 von der amerikanischen Botschaft erworben. Ein Anteil, ein einziger, Vereinigte Staaten von Amerika, Adresse Botschaft der USA, Boltzmanngasse 16, Kaufvertrag vom 24. Juni 1971. Das Grundstück ist vollkommen unbelastet, aber ausschließlich in finanzieller Hinsicht. Zweitens, auf der Adressenliste der diplomatischen und konsularischen Einrichtungen des Außenministeriums scheint diese Liegenschaft nicht auf. Es gibt nur 4 Liegenschaften der USA in Wien, Boltzmanngasse und so weiter, die in dieser Liste ausscheinen. Das sind offizielle diplomatische und konsularische Einrichtungen. Das ist nichts dieser Art. Das ist ein privates Grundstück wie jedes, nur mit einem besonderen Eigentümer, nämlich der amerikanischen Botschaft. Trotzdem wird ein Privatgrundstück von Beamten des Innenministeriums überwacht und Leute herkommen und fotografieren, außer sie überschreiten eine gewisse Zahl, werden erkennungsdienstlich behandelt. Dieses ist eindeutig illegal. Es ist eindeutig illegal, hier Menschen auf öffentlichen Grundstücken und Verkehrsflächen, die Fotos von einem ganz normalen zivilen Grundstück anfertigen, das unter keinerlei Schutz steht, erkennungsdienstlich zu behandeln. Diese Aktion der österreichischen Exekutive ist erstens illegal, zweitens findet sie statt, wie Beamte sagen, auf höheren Befehl. Deshalb werde ich morgen den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Er wird binnen 10 Tagen im Bundeskanzleramt tagen. Und wir werden unter anderem die Frage klären, wer im Innenministerium den Befehl zu diesen illegalen Polizeieinsätzen in Wien gegeben hat. Des Weiteren, nach interner Rechtfertigung der amerikanischen Botschaft, findet hier in diesem Gebäude eine sogenannte Open-Source-Auswertung statt, eine Auswertung offener Quellen. Das ist ungefähr 95% der nachrichtendienstlichen Tätigkeit, die besteht zu 95% aus Open-Source-Auswertungen. Dieser Hinweis von Seiten der USA macht klar, dass sogar die USA nicht vorhaben zu leugnen, dass es sich hier um eine nachrichtendienstliche Einrichtung handelt. Die Frage ist, welchen Nachrichtendienst sie zuzurechnen ist. Nach meinen Informationen aus österreichischen Diensten und auch von anderen Personen, die sich auskennen, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine NSA-Einrichtung. Es ist aber nicht auszuschließen, dass es auch andere zusätzliche Nutzungen gibt. Es ist nicht meine Aufgabe, das rauszukriegen, sondern Aufgabe des Innenministeriums und des Außenministeriums, die bis jetzt überhaupt nichts getan haben. Wir haben Anrainer befragt und Anrainer haben uns einiges erzählt. Ich lese vor aus einem Gedächtnisprotokoll. Bei mehreren Besuchen bei einem Freund in der Nachbarschaft stellte ich fest, das war im Jahr 2006, da hat es dann noch anders ausgeschaut. Inzwischen hat sich die Technik verändert und ist alles miniaturisiert. Von der Straßenseite zu sehen, großer Parkplatz vor dem Haus. Davor befand sich ein Wachhäuschen inklusive Wachmann, zusätzlich war österreichische Polizeianwesen und so weiter. Das Grundstück war auffällig stark videoüberwacht. Im großen Garten waren etliche Kameras auf drehbaren Masten aufgestellt. Das Gelände war damit lückenlos überwacht. Ebenfalls im Garten aufgestellt waren mehrere große Satellitenschüsseln, 2 bis 3 Stück. Auf dem Dach des Hauses waren unterschiedliche Antennentypen montiert. Einige von ihnen waren auffällig lang. Möglicherweise
handelte es sich um Funkantennen. Mein Freund hat erwähnt, dass das Amerikaner seien. Wir haben gemeinsam darüber gescherzt, dass wir aufpassen müssten, weil das wohl ein Geheimdienst sei. Und Ähnliches erzählen auch andere Anrainer oder Besucher bei Anrainern, dass früher das Ganze voll war mit Satellitenschüsseln und auffällig langen Antennen. Das wirft jetzt jede Menge an Fragen auf. Wir haben kompetente Mitglieder der Bundesregierung. Ich versuche jetzt ganz ernst zu bleiben. Die sicherlich in der Lage sind und bereit sind, das zu überwachen. Den Rest klären wir im Sicherheitsrat. Den wird der Herr Bundeskanzler Faymann sicherlich am Dienstag einberufen. Der steht unter strengster Geheimhaltung und ich werde dann im Anschluss gern berichten. Ich hätte noch eine Anekdote ganz kurz. Anekdote bitte, ja. Ich habe mich seit als Kind schon für Raumfahrt interessiert. Ich habe mich für Raumfahrt interessiert und habe mich da bei der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft in den 80er Jahren erkundigt, weil die haben so Hefteln gehabt, wo was drin gestanden hat. Internet gab es noch nicht. Und die haben gesagt, das haben wir in Pötzlensdorf draußen, in ein Haus soll ich das abholen. Und ich bin mir 99% sicher, nicht hundertprozentig, aber dass es das Nachbarhaus war. Damit das ist heißt, der Fall geklärt. Die Chance ist naheliegend, dass da die Russen drinnen waren. Ob sie es noch sind, weiß ich nicht. So, ich glaube, jetzt sollten wir heftig zum Fotografieren anfangen und ich werde den Beamten jetzt den Vorschlag machen, dass sie ihren Dienstpflichten nachkommen. Wenn getwittert und gefacebookt wird, übrigens der Standard macht eine Fotostrecke und wahrscheinlich machen wir Fotowettbewerb für den ersten Preis. Das schönste Architekturfahrt. Also wenn jemand mit dem Urheberrecht urstreng ist, bitte nicht Twitter und Facebook.